zusammen und ein herzliches Willkommen zur Adventskalendertür 22 und herzlich willkommen zu einem Workshop über den 6/4 polyrhythmischen Rhythmus. Und wir haben es eben gerade gehört, er klingt sehr, sehr interessant und ich bringe euch das jetzt alles gleich bei, aber zuerst möchte ich mich mal kurz darüber befassen, was überhaupt dieser Rhythmus ist. Nun, wir haben einmal die 6 Schläge, unter denen 4 Schläge unterlegt sind. Und das Ganze klingt gespielt eigentlich so. Schon mal sehr, sehr interessant und das Ganze lässt sich wunderbar an Schlagzeug übertragen und zwar indem wir jetzt mit der Halt die durchgehenden Sechstel spielen. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und immer so weiter und die Bassdrum legt dann die 4 Schläge darunter und das Ganze klingt so. Aber es fehlt noch eine Komponente und das ist die Snare Drum. Und die Snare Drum, die spielt eine ganz wesentliche Rolle, um diesen Rhythmus zu komplettieren. Und zwar, wir haben ja hier auf der Hi-Hat die Sechstel und das Ganze wird zu Achteln geformt mit der Snare Drum. Und zwar folgendermaßen, wir spielen immer auf der 3 die Snare Drum, also na, also 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, und damit das wieder zum 6/4 wird, spiele ich die Bassdrum-Figur mit dazu. Und das Ganze klingt jetzt so. So, und wir haben auch gehört, die Snare Drum wird mit dem Rimshot gespielt, weil wenn ich das normal ohne Rimshot machen würde, mit einem lauten, normalen Schlag, dann klingt es für mich nicht so schön, denn mir gefällt dieser Klang dann nicht und das klingt dann so. Hört ihr es, da fehlt irgendwas und deswegen spiele ich den Rimshot. Und um diesen Rhythmus, wie ich ihn am Anfang gespielt habe, werde ich die Snare Drum noch etwas würzen. Und zwar, indem ich ein paar Ghost Notes hinzufüge. Also und wir hören, ich spiele das mal langsam. Und zwar, wir hören, dass ich das Ganze jetzt auf Achtel spiele und zwar immer wieder auf den und Zählseiten die Ghost Notes hinzufüge, um dann auf der 3 genau den Rimshot zu spielen. Und das Ganze langsam gespielt klingt jetzt so. Das klingt schon mal richtig geil, vor allen Dingen, wenn man jetzt
Die vierte, anstatt auf der Hi-Hat, auf der Bell from Right Cymbal spielt. Und das Ganze klingt dann so. Also es klingt wirklich sehr schön, wie ich finde. Und ja, jetzt spielen wir das Ganze ein bisschen schneller, weil dann klingt es nämlich richtig schön und richtig geil und hört sich das Ganze an. Also es klingt wirklich schon sehr geil. Und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen mit Double Bass würzen. Und dazu muss ich jetzt die Drop Clutch benutzen und ich lasse das obere Hi-Hat-Becken auf das untere fallen und lasse die Hi-Hat somit so locker. Und das Ganze klingt so. Und jetzt können wir auf verschiedene Noten dann die Double Bass hinzufügen und das Ganze klingt richtig geil. Pass mal auf. Ich finde, dieser Rhythmus ist einer der interessantesten und schönsten Rhythmen, die man sehr gut erweitern kann. Man kann sehr viel damit machen, man kann damit sehr viel arbeiten, ihn verfeinern, ihn würzen. Und ich finde, es klingt richtig schön und ja, man kann damit echt viel machen. Vor allen Dingen, wenn ich dann zum guten Schluss von der Hi-Hat auf die Cowbell gehe, dann kann man diesem Rhythmus noch ein bisschen ein lateinamerikanisches Feeling geben und das Ganze klingt so. Also ich finde, das klingt richtig klasse. Und ja, das war's mit dem Workshop und ich hoffe, euch hat dieser Workshop gefallen. Und ich hoffe, euch hat auch dieses Adventskalender-Türchen gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, dann kommentiert, dann liked, dann abonniert mich und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao.